Das heißt, ja, er guckt schon wieder so. Wir legen mal los und ja. Der Punkt ist, die Frage ist natürlich, finde ich immer die richtigen Menüs? Ich erinnere mich, dass ich mich da gerne mal zu Tode klicke. Notfalls musst du schnell in das Handbuch genau, die 40 springen. Seiten in 20 Sekunden lesen. Ja, genau, denn am Anfang müssen wir erstmal schnell sein. Ja, genau, am Anfang so, dann ins Personalbüro. Sag mir doch mal, was ich tun soll. Als allererstes müssen wir nicht erstmal ein Grundstück kaufen? Nein, ich glaube. Eine erste Handlung die erste sollte Personalbüro sein, mehrere Stellenausschreibungen zu machen. Um nur genau. Ja, okay, dann mache ich das doch mal, oder? Dann. Ja. Go. So, wo ist das Personalbüro? Steht hier nicht. Da, Personalbüro. Okay, ja, dann Stellenausschreibung. Ja. Und zwar suchen wir Krankenschwester. Eine mit über 150, die Oberweite. Also so eine mittelgroße. Genau. Du musst da draufklicken. Nach oben. Du musst schneller klicken. Klick schneller. 150. Schneller. Ich klicke ja schon. Schneller. Kann ja gar nicht. Gib Druck. Ich gebe Druck. 140. 41. Vernier hat uns. Mindestens 150. Und wir zahlen wie viel Lümmel? 14. 14 Lümmel. Ausbildung steht hier nichts von. Such dir was aus. Ja. Nein, mach. Ja, gut. Und 14, komm. Und raus damit. Okay. So, dann noch. Ja, genau. Dann so, noch dann eine bitte. Oder eigentlich noch drei. Ja. Und jetzt brauchen wir. Die haben 120 Oberweite. Schneller klicken. Ich klicke ja schon. Es geht halt nicht schneller. Ich kann ja auch nichts dafür. Da mach halt 125, ist auch egal. Hauptachter Ding kommt raus hier. Aber die so, müssen 8 Ausbildung, auch 14 Lümmel. 8 Ausbildung? Ja. Okay. Ja. Go. Ja. So. So und das jetzt noch das zweimal? Das noch zweimal bitte, ja. Okay. Ja. 1. Und noch einmal, so ja. Als nächstes? Als nächstes raus da und Zeugs kaufen. Was kaufen? Gebäude da, ja. Und zwar eine Klinik-Grundeinheit. Immobilienmakler. Ja. So, und wir brauchen Parzellen kaufen. Mieten ja. Kaufen. 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 Ah, nee, Mieten. Entschuldigung, Mieten. Hier steht Mieten. 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 So, und zwar Parzellen mieten. 11 Stück. 11 Stück? 11 Stück. Da gibt es eine freie Parzelle. Oder du mach 11 Stück, sagst du, hier ja? Steht 11. 11. Nein, das sind 12. 12. 11. Ja. Ja? Genau. Jetzt? Und jetzt, ja, machen. Und dann die Belegung beim Immobilienmakler. Wie geht denn das? Belegen, guck mal, Parzellenübersicht, Parzellenbelegung. Gebäudeeinheit mieten, ja. Kaufen, mieten. Hier steht nicht, ob er mietet oder kauft. Mieten. Ich sag mal mieten. So, eine kleine Grundeinheit, genau. Klinikgrundeinheit. Ja. Und zwar Klinikgrundeinheit. Toiletten, Kohleautomat, Waschung, Platzbedarf, 3 Parzellen. Passt. Okay. Ja? Ja. Dann eine Klinikaufnahme. Klinikaufnahme. Ja. Standard? Hier steht Luxus. Soll man Luxus nehmen? Kann man Luxus nehmen. Luxus. Ja. Dann ein Klinik-Wartezimmer. Ein Wartezimmer. Ja, auch Luxus. Ja, und raus damit. Dann ein Behandlungszimmer, bitte. Behandlungszimmer? Ja. Auch Luxus? Ja, Luxus. Das ist alles Luxus hier, bis aufs Lager. Ja. Mhm. Dann Zahnstation. Zahnstation. Oh, es macht schon Bim, wir sind so langsam. Ja. Und Neurologie? Neurologie? Ja. Auch Luxus. Und ein kleines Lager. Und ein kleines... Links. Küche. Stopp, hoch. Nein, zweite Reihe von unten. Ja. Da. Lager. Ja. Mittleres Lager. Kleines Lager. Kleines Lager. Ja. Okay. Das waren alle. Danach wieder ins Personalbüro. Oh, 37 Minuten. Hier, Personalbüro, wir sind viel zu langsam. Genau. Einmal Zahnarztstellenausschreibung, bitte. Zahnarzt ist, Du musst auch drüber bleiben, ich weiß es nicht mehr. Schlappschwanz mit Schlägerambulation, das ist der Schläger. Ja, nee, den nicht. Guck mal, der nach rechts eins, der da, was ist das? Klick mal. Chirurg? Nein, der auch nicht. Oh, Gottes Willen. Muss eigentlich ganz oben rechts, der Klempner da oben. Der da? Zahnarzt. Okay, mit IQ4.
4. Nee, Ausbildung 4, IQ 75. Okay. Lümmel 9. Ja, okay. Und raus damit. Dann ein allgemeiner Arzt. Ausbildung 4, IQ 75, Lümmel 9. Mhm. Dann ein Neurologe. Neurologe, das ist der da. Ja, der sieht schon so aus. Ja. Ja. 4, 75, 9. Ja. Mhm. Und ein Lagerverwalter. Ein oben rechts, glaube ich, der da. Hm? Ja. Lagerfuzzi. Ausbildung 4, Leberwerte 49, Lümmel 9. Wie viel Leber? 49. Okay. Und Lümmel 9. 9. Also wie die Technik ist, ihnen großes Gehalt zu geben, weil man dann gute Leute kriegt. Genau. Bei den Ärzten haben wir aber irgendwie die Anforderungen sehr niedrig. Die Krankenschwestern sind halt deutlich wichtiger als die Ärzte. Ja, die Ärzte müssen nur intelligent genug sein, um keine schweren Behandlungsfehler zu machen. Ja. So, Hagen, jetzt hier schon die erste Stunde rum. Was muss kurz kommt jetzt? Jetzt warten. So um 0.25 Uhr auf zur Verwaltung, wo man den Kostenschlüssel für die Krankenschwestern auf 1 erhöht. Wo ist denn die Verwaltung? Du bist, glaube ich, in der Verwaltung. Verwaltung. Kostenschlüssel? Da rechts Kostenschlüssel. Oben kriegst du Rechner. Kostenschlüssel, Rechner, Rechner. Kostenschlüssel. Das habe ich nie gemacht, bin ich ganz sicher. Schwestereinheiten je Lümmel, 1. Ein klein wenig teurer als der Schnitt. Ja. Okay. Ja, aber die Krankenschwestern, die sind ja bei uns auch. Also die haben gewichtige Argumente. Ja. Dann bis um ca. 3.15 Uhr entspannt bleiben. Jetzt haben wir hier durchgepowert. Und ja, die müssen halt wirklich ganz am Anfang raus. Also das muss man einfach sagen. Das muss was werden mit den Stellenausschreibungen, sonst kriegt man kein Personal mehr. Also das ist wir sind ja hier in Konkurrenz. Ja, so, aber du könntest schon mal, also wo ich ja immer Spaß dran habe, ist irgendeinen Scheiß kaufen für unseren Laden. Ja, aber wir haben ja Luxusausstattung. Ja, aber den Reline, das Reline-Kalenderblättchen oder das ist irgendwas, aber groß ist, das hat, glaube ich, sehr große Wirkung. Ja, eben. Hier, wo soll das hinführen? Schon wieder Gartenzwerg in Laubenkolonie geschändet. Ronald R. Klinik richtet Neurologie ein. Neue, wie heißen wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Behandlungszimmer jetzt auch in der Stadtklinik. Universitätsklinik richtet Behandlungszimmer ein. Wie kriegen wir das denn raus, wer wir sind? Hagen, du hast doch das Handbuch. Das darf ich jetzt wieder die ganze Zeit sagen. Hagen, ja, du super. Hast doch das Handbuch. Geh doch mal bei uns bitte in die Klinik ran. So nicht. Aufnahme. Ja. Aufnahme, Ton, läuft. Kamera. Genau. Na, da ist schon der erste. Gut, du hast noch keine Schwester für die Aufnahme eingestellt. Du hast noch nichts gemacht. Gar nicht mit eingestellt. Ja, ach, ja. Gott, das bin ich. Da, der Teddy bewegt sich. Du wolltest noch ein Reline-Poster kaufen. Wollte ich das? Ja. Aber da muss ich doch erst. Das muss ich auch im Lager machen, oder? Muss man im Lager kaufen? Ich glaube. Oh je. Ich gehe mal zum Lager. Dennis, hier steht nicht, für was das ist. Für was das ist? Das ist auch, glaube ich, wie wir heißen. So, ja, wir nicht. Heißen Guck, gar die nicht. Die süße Spinne da in der Mitte. Die da? Ja. Da, aber was wir so alles einlagern hier. Hier, ich kann da gar nichts machen. Die rammelnden Monster. Lagerist? Wir haben noch gar keinen Lagerist. Jetzt kommen wir doch nicht mit Technik. Ah. Nur weil du kein Personal eingestellt hast. Da ist die Neurologie. Praktisch finde ich ja, dass der Friedhof direkt neben dem Krankenhaus ist. Du kannst zur Verwaltung gehen. Dabei gibt es Geräte kaufen, Mobiliar kaufen, Werbeaktionen starten oder Schlägerlos stehen. Mobiliar kaufen. Ja. Mobiliar kaufen? Mobiliar kann man nicht mieten, Dennis. Was möchtest das du denn? Das Reline-Poster. Ich weiß, das ist super wichtig. Genau. Golfregelbuch, billig. Woran erkannte man nochmal? Ach, da Nutzen. Vorhanden. Wirkung auf Patienten abschrecken. Das ist das Kauf, nee, ne? Nee, Werbung, Geräte kaufen. Wo gehört denn das dazu? Hier, Dekoration. Genau, Magic Bites Poster. Nutzen winzig. Designer-Mülleimer, Einladungskarte zum Feuerwehrball, Mülleimer blau, Reline Poster. Nutzen vorhanden. Wirkung auf Patienten enorm, kostet ja. Aber auch 16 Lümmel. Ja, aber Dennis, diese Investition. Das brauchen wir, okay. So, vom Quacksalberladen. Ja. Ja, das kannst du schon mal aufhängen. Dafür müsste ich erstmal von einem Lageristen es aus dem Lager holen lassen. Ach, das hat aber BIM gemacht. Fehler.
mache die ganze Zeit BIM. Du machst mich nervös, wenn du da und BIM machst. BIM, 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 BAM. Wie viel Uhr ist denn? Es ist 51. Was gibt es denn sonst für Knöpfe da? Also wir haben die Verwaltung. Wir haben, das ist wahrscheinlich Abspeichern hier, glaube ich. Ich sehe das schon, ja. Da kann man irgendwas mit Geld. Was ist denn da? Irgendwas Kredite aufnehmen? Du hast 41 Lümmel Bargeld. Jetzt haben wir auch kein Geld mehr, Hagen. Was, wie meinst du das? Wir haben doch gar kein Geld. Also mehr kaufen würde ich jetzt nicht. Ja, machen wir ja auch nicht. Wir haben das WLAN-Poster. Ja. Ja. Genau. Ja. Da ist der. Aber ich glaube, tagsüber kann man irgendwie zwar kann man negativ werden, aber dann kann man halt nichts mehr kaufen. Ja. 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 Jetzt müssen wir nur noch dann die Leute dann auch einstellen und bezahlen können. Ja. So ab 3 Uhr. Wenn wir die jetzt nicht bezahlen können, weil du das Reline-Poster haben wolltest. Genau, das Reline-Poster bricht uns das Knick. Ja, ich sehe das schon. Am Ende wieder drei Lümmel fehlen, oder so? Weil beim letzten Mal glaube ich auch. Was steht denn bei den Zeitschriften? Da muss doch noch hier. Pfarrer als langgesuchter Sittensträuch entlarvt. Jawohl. 1.1.95. Ich würde sagen, das erklärt doch, von wann das Spiel ist. Ja. Jammertal-Klinik Richtung Behandlungszimmer ein. Behandlungszimmer jetzt auch in der Armenklinik. Ich glaube, wir sind Brainworm, oder? Ich glaube, wir sind Brainworm Memorial. Wie wir erfahren haben, gibt es ab sofort auch ein Behandlungszimmer in Brainworm Memorial. Der Klinikleiter teilt uns mit, dass er weder Kosten noch Mühen scheuen werde, um die neue Abteilung zu einem wahren Juwel seiner Klinik zu machen, auf das sie finanzkräftige Patienten in großer Zahl anlocken möge. So, lass mal jetzt hier in das Handbuch mal gucken. So. Hi. Auf den folgenden Seiten sollen Sie nichts persönlich nehmen. Sehr geehrter Kunde, wir gratulieren Ihnen zum Kauf von Bing und hoffen, dass Sie viel Freude mit dem Spiel haben werden. Diesen total abgedroschenen Spruch mussten wir einfach bringen. Naja, jetzt ist es raus. Gleich, wir sind auch schon hier bei 2 Uhr noch was. Kann man gleich mal nach Dings gucken. Personalbüro, genau. Klimaklar, Lageraufnahme, Wartezimmer, Behandlungszimmer, Zahnstation. Die Neurologie ist ganz hinten, damit die Irren möglichst da hinten abgesperrt waren. Genau. Ja, direkt neben Friedhof. Genau. Vorne nippelt man ab, aber die Irren kommen in Richtung Friedhof. Ja. Genau, Hagen, hier, wir müssen jetzt mal ins Personalbüro. Ja, dann mach doch mal. Du nimm doch mal die Maus, sei doch mal verantwortungsvoll. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? 3:01 Uhr? 3:15 Uhr steht in unserer ja. You Can Win Anleitung. Würde also, ich sagen, dann klicke ich mal um 3:10 Uhr. Genau. Also man muss eins dazu sagen, da steht auch ganz viel drin mit immer wieder speichern, immer wieder reinladen, immer wieder speichern. Ja, das ist ja für Anfänger. Das machen wir nicht. Also wir wollen schon Spaß haben, wir wollen das Spiel auch, also es wäre sackenschwer, was wir irgendwie auch gelernt haben. Ja. Aber wir wollen das schon richtig schaffen. Und wenn wir spielen. Scheitern, dann scheitern wir mit Pauken und Trompeten. Ich will nicht scheitern. Ich will wenigstens auch 2 Tage und ich will mal Schläger losschicken und ich will mal ein Krankenhausrennen machen. So, wie will ich jetzt hier Bewerbungen einsehen? So, was brauchen wir? Wir brauchen eine mit über 150. Nein, weiter nach rechts, weiter nach links. Wie ging das? Der Ärzte. Verdammt. Da. Wie viel hat die gehabt? 124. Ich würde sagen, die nehmen wir schon mal. Wir brauchen ja da auch welche. Also 1. Oha. Ein Tagesgehalt wurde als Einstellungsprämie gezahlt. Wo sind denn die ihre Möpse sind zu klein? Guck mal, naja, können wir noch mal weiter. Welche gibt's noch? Wie alt ist denn die? Achso, die. Also erstmal brauchen wir einen Lagerverwalter. Ja, warte mal. Da gibt es aber ganz viele von, oder? Der hat 6 Ausbildungspunkte. Das ist ein Nerven. Hier, Arzt. Lass uns doch konzentrieren auf einen, Dennis. Wir haben auch ganz viele Ärzte. Ich würde da auch nach IQ und Ausbildung aussuchen. Allgemeiner Arzt. Genau, such mal weiter. Guck mal, du Lagerding warst du gerade am gucken. Allgemeiner Arzt. 88 war das Beste. Zahnarzt. 81. Dann nehmen wir den. Halt. Wie viel hatten die gehabt? 137. Ja. Nee, mach noch mal weiter. Vielleicht haben wir Glück und es kommen noch mehr. Nee, fangen wir von vorne an. Ja. Also jetzt nehmen wir erstmal den Arzt mit IQ 88 hier. Ja.
Das ist der Allgemeine, ne? Ja. Jetzt verschwinden nämlich die anderen allgemeinen Ärzte aus der Liste. Haben wir ihn jetzt eingestellt oder nein, nicht? Wir haben kein Geld mehr. Ja, aber das kann ja nicht an unserer... Also an dem Riedheim-Poster klingt das, liegt das nicht. Ja, tu was, hol uns Wimmel ran. Kredite? Ja, wie denn? Kredite, irgendwas? Du hast das Handbuch. Das geht bestimmt beim Boss. Es gibt, glaube ich, keine Kredite. Ich glaube, wir haben es beim letzten Mal uns auch verraubt. Ich glaube, wir müssen nochmal anfangen. 13 Lümmel Bargeld. Ich glaube, wir müssen nochmal anfangen, denn das wird sonst nichts. Irgendwie die Anleitung war nichts. Ja. Hat irgendwie nicht so geklappt. Tja. Dann würde ich sagen, machen wir das nochmal. Ja, weil so wird es irgendwie unersprießlich. Ohne Ärzte und ohne Dingsi-Bumsi kriegen wir gar nichts hin. Klinik Wartezimmer Luxus. Okay. Da wäre jetzt, glaube ich, schon das Geld alle gewesen. Behandlungszimmer Luxus. Behandlungszimmer...